Ja, wir sind in einer sechsten Klasse. Was ein wenig speziell ist, sind die enorm großen Leistungsunterschiede. Es gibt wirklich sehr schwache Schülerinnen und Schüler und gleichzeitig aber auch enorm starke Schüler. Und das ist immer so ein bisschen auch die Herausforderung dann, irgendwo alle abzuholen, da wo sie sind und ihnen gerecht zu werden. Sind aber eigentlich alle ziemlich Computer gewohnt, auch von zu Hause aus, also auch bei Ausländerkindern ist das heutzutage kein Thema mehr. Man hat einen Computer zu Hause, man hat einen Internetanschluss. Das heißt, sie sind sich eigentlich gewohnt, mit dem Computer zu arbeiten. Hier im Unterricht setze ich den Computer eigentlich recht häufig ein. Ziemlich oft ist es ein Übungsmittel, das heißt, Bereichen Mathematik, Deutsch als Ergänzung für schwächere Schülerinnen und Schüler oder aber auch als Herausforderung für die Stärkeren. Dann eher anspruchsvollere Dinge, wo sie eben auch wieder ein bisschen gefordert werden. Bereich M und U, da versuche ich jeweils zu den einzelnen Themen, die behandelt werden, weitere Zusatzinfos zu bieten über den Computer. Das heißt, irgendeine CD-ROM zum Thema, wo die Schüler dann relativ selbstständig nach eigenem Interesse noch weitere Dinge erfahren können, da ein bisschen schmücken können, eben das abholen können, was sie wirklich noch interessiert. Für mich selber, Computer im Unterricht nicht einfach das Wunderding. Das ist für mich ein Arbeitsmittel, das ich auch ganz bewusst versuche so einzusetzen. Das heißt, eben man braucht es, genauso wie man eben im Mathematikheft arbeitet, wie man mit anderen Dingen arbeitet und nicht, es soll irgendwie etwas wahnsinnig Spezielles sein, es soll auch nicht unbedingt diesen Stellenwert haben, von meiner Seite her. Also ich versuche, das Gerät bewusst sehr neutral an die Schüler zu bringen. Also es ist ein weiteres Instrument, mit dem man arbeiten kann. Vielleicht noch ganz kurz zu den ICT-Kompetenzen im Unterricht. Gearbeitet wird, da zeigt sich schon ein gewisser Unterschied. Ich würde sagen, die Mädchen arbeiten konzentrierter. Bei den Knaben ist es häufiger so, dass sie versuchen, ein bisschen das Gerät auszureizen. Das heißt, wie kann ich nach Möglichkeit noch irgendetwas verstellen? Etwas ausprobieren, was dann eben halt zum Teil zum Absturz führt oder eben sicher nicht zum gefragten Resultat. Da arbeiten die Mädchen seriöser, würde ich mal sagen. Sonst, wenn es als Übung eingesetzt wird, da zeigt sich auch, solange es neu ist, ist die Begeisterung recht groß, auch wenn man eigentlich genau dasselbe macht, wie man klassisch machen könnte. Es ist einfach wirklich das Medium, das dann begeistert. Aber nach kurzer Zeit lässt dann auch da halt ein bisschen die Begeisterung nach. Es ist immer noch üben, man macht immer noch dasselbe. Also wenn man die Übung begriffen hat und verstanden hat, was passiert, dann ist bei einigen dann halt auch wieder ein bisschen die Routine da. Wir bei uns im Kanton Luzern sind in der glücklichen Lage, dass der Kanton seit bald 2 Jahren Kantonslizenzen anbietet für die wichtigste Software, Schulsoftware. Das heißt, im Bereich Französisch, Mathematik und Deutsch kann man eigentlich auf einige Programme zurückgreifen, die man nicht selber anschaffen muss, sondern die vom Kanton zur Verfügung gestellt werden, mit denen man auch wirklich arbeiten kann. Ansonsten Geräte, das sind alles Schenkungen bei uns, dank einigen Firmen, die entweder Väter, Beziehungen haben, also Kinder von Vätern, die irgendwo in einer Firma mittendrin sind. Ansonsten wäre es uns nicht möglich, so zu arbeiten, wie wir das jetzt können. Ich bin in der speziell glücklichen Lage, dass mir 10 Geräte zur Verfügung stehen hier im Schulzimmer. Das heißt, ich kann eigentlich wirklich im Halbklassenunterricht arbeiten, sodass sogar jeder Schüler einzeln arbeiten kann. Speziell im Französisch ist das sehr praktisch, weil da die Schüler sehr intensiv arbeiten können, in ihrem eigenen Tempo arbeiten können. Ansonsten ist es aber natürlich auch gut möglich, in Zweiergruppen zu arbeiten. Gerade auch so ein bisschen das gegenseitige Helfen, Nachfragen, das funktioniert eigentlich recht gut. Der Bereich Geometrie ist so ein Sorgenkind in der Mathematik, ist mal drin, mal nicht drin, also wurde aus dem Lehrplan gestrichen, als Französisch kam, aus Zeitgründen, ist im Moment aber schleichend wieder so ein bisschen am Kommen. Und da ist eine Kompetenz, die gefragt ist, Umgang mit Zirkel und Lineal, also Grundfertigkeiten. Von daher der Bezug eben zum Lehrplan oder zum Mathematikunterricht mit der heutigen Lektion.
Schüler haben auch schon mit dem Zirkel gearbeitet, in spielerischer Form, also haben auch versucht, solche Muster zu konstruieren, einfache Zeichnungen zu machen. Und jetzt eben die Lektion heute war ganz bewusst ein bisschen darauf angelegt, der Vergleich, Arbeiten mit Computer, Arbeiten mit dem Zirkel, Vor- und Nachteile. Leider war aus Zeitgründen nicht alles möglich. Eigentlich die Anlage war so, dass die erste Aufgabe, Zirkel und Lineal, da eine Spirale zu konstruieren mit meiner Vorgabe, da war sicher viel einfacher von Hand mit dem Zirkel und Lineal, also der Aufwand war einiges größer damit zu arbeiten. Bei der zweiten Aufgabe, wo es wirklich um eine Konstruktion geht, also wo die Schüler von Grund weg etwas konstruieren müssen, hier natürlich nach Anleitung, da denke ich, wäre es dann wirklich herausgekommen, dass die Schüler sehen, da liegen große Vorteile drin, wenn man mit dem Computer arbeitet. Man kann einfach wieder Fehler korrigieren, man kann Schritte zurück und vor, man kann sich das Ganze vorspielen lassen von einer vorgegebenen Datei. Man kann sehr präzise arbeiten, ohne dass man groß darauf achten muss, weil eben das Programm immer vorgibt, wo kann ich den Punkt setzen oder wo soll ich ihn setzen. Das wäre dann eigentlich so die Quintessenz gewesen, dass man sieht, ja, für eine Aufgabe macht es Sinn, dass ich mit Computer arbeite und für eine andere Aufgabe macht es eben vermutlich weniger Sinn, dass ich da mit einem Computer arbeite. Also dass die Schüler ein bisschen abwägen können, wo brauche ich ihn und wo bin ich wirklich schneller, wenn ich eben ganz kurz meinen Zirkel auspacke und damit arbeite. Von daher denke ich, Aufwand ist natürlich immer da, wenn man mit Computern arbeitet. Da ist mal die Frage, arbeiten die Geräte richtig? Eben Bedienerfehler sind immer, Schüler mit den Geräten arbeiten. Es braucht dann Hilfestellungen, wenn sie nicht selber weiterkommen. Trotzdem finde ich, dass sich der Aufwand lohnt, gerade eben wenn die Dinge einigermaßen in Reichweite sind, wenn man also nicht noch Großgeräte organisieren muss, wenn man also vorneweg arbeiten kann. Schüler haben für meinen Anspruch heute sehr gut gearbeitet, sehr konzentriert gearbeitet. Sie haben auch versucht, sich gegenseitig zu helfen, wenn irgendwo Probleme auftauchten, wenn sie nicht weiter wussten beim Programm. Und was die Schüler gelernt haben, ich denke, sie sind nach der heutigen Lektion ein bisschen sattelfester im Umgang mit diesem Programm. Haben sie bereits einmal ganz kurz kennengelernt, aber auch nur zum Ausprobieren, also sie hatten keinen konkreten Auftrag, sie mussten nichts erstellen. Es war nur ein bisschen ein Ausprobieren, ein Pröbeln. Also ich denke, da ist eine gute Grundlage da, um weiterzuarbeiten, was ja eben auch von der Aufgabenstellung her schon gegeben ist, dass man noch weiterarbeiten kann.